Ich wünsche Ihnen allen einen schönen Nachmittag und freue mich, dass ich die Chance habe, vor doch so vielen zu diesem Themenbereich zu sprechen. Nun, im Programm ist der Titel ja Reproducing Gender. Das trifft es eigentlich sehr genau, worum es mir geht in den langen Jahren meiner Arbeit zu verschiedensten Aspekten, eben wie Käthe schon angesprochen hat, feministischer, politischer Ökonomie. Für mich steht die Frage, wie wird Geschlecht, wie werden Geschlechterverhältnisse als binär-hierarchische Verhältnisse, als in binär-hierarchischer Ausprägung, Geschlecht in dieser binären Ausprägung, konstruiert, hergestellt, wiederhergestellt, also produziert und reproduziert. Der Untertitel »Eine feministische Kritik der politischen Ökonomie« bedeutet einerseits, was heißt feministisch in diesem Zusammenhang? Also eben genau dieses binär-hierarchische Moment der Geschlechterordnung zu überwinden, diese Binarität aufzubrechen und die Hierarchien zu überwinden, klarerweise. Mit dem Begriff der politischen Ökonomie beziehe ich mich einmal, ohne das in einen spezifischen Diskurs- oder Theoriestrang einordnen zu wollen, ganz allgemein auf die Relation von Politik und Ökonomie. Und mit dem Begriff der Kritik möchte ich an Foucault anschließen und sein Verständnis von Kritik, das kurz gefasst sich so resümieren lässt, die Macht auf ihre Wahrheitseffekte und die Wahrheit auf ihre Machteffekte hin zu überprüfen. Das ist quasi der Ansatz dieses Beitrags. Und in einen Foucault'schen Theorierahmen möchte ich eine marxische Perspektive einbeziehen und letztlich auch eine der kritischen Theorie. Das heißt, das, worum es mir im Folgenden wesentlich geht, ist, einen theoretischen Rahmen aufzuspannen, um die politische Ökonomie der Geschlechter zu charakterisieren, quasi so einen analytischen Frame bereitzustellen, um damit letztlich auch die Einzelanalysen voranzubringen und sie zu integrieren. Es geht mir also sehr stark auch darum, aus der Vielfältigkeit der Wissensfelder, aus den feministischen Beiträgen in diesen unterschiedlichen Wissensfeldern, also verschiedenste zerstreute, verstreute Wissen, nämlich in den einzelnen Disziplinen quasi zu integrieren, zusammenzuführen und dadurch die Komplexität von Macht und Herrschaft in Bezug auf Geschlecht und im politökonomischen Zusammenhang zu verdeutlichen. Angesichts der Kürze der Beiträge hier möchte ich mich beschränken auf Aspekte der Ökonomie und die Verbindung zur Politik vorerst einmal vernachlässigen. Vielleicht ist das für Einzelne dann ein Thema noch für die Diskussion. Das heißt, ich beginne mit einem Foucault'schen Ansatz, mit einer Foucault'schen Machtanalyse, könnte man sagen. Was ist das Spezifische an diesem Machtbegriff von Foucault? Macht es für ihn etwas Flexibles, das von überall herkommt und insbesondere, und das unterscheidet ihn ganz grundlegend von Marx, produktiv ist. Also es geht um diese produktive Komponente von Macht. Und die möchte ich auch gerne eben mit dem Marx'schen Kapitalbegriff letztlich verbinden. Das zweite grundlegende Konzept von Foucault, auf das ich Bezug nehmen möchte, ist das der Regierung. Regierung heißt bei Foucault kurz gefasst die Leitung, Lenkung, Führung von Menschen. Er nennt es die Führung der Führungen, also die Verhaltensführung in dem Sinn. Dieser Begriff der Regierung erlaubt zweierlei. Einerseits erlaubt er, Politik und Ökonomie zusammenzudenken. Andererseits erlaubt er aber auch, Makro- und Mikroebene zusammenzudenken und eben
Der Begriff ist offen sozusagen für diese Vielfalt der Dimensionen beziehungsweise für diese Komplexität von gesellschaftlichen Machtverhältnissen. Ein wesentlicher Ansatzpunkt für Regierung ist die Verknüpfung von diskursiven und nicht diskursiven Praktiken. Ich möchte diese Frage des Diskursiven hier reduzieren auf die Wahrheitsaspekte im Foucault'schen Sinn von Ökonomie, also das, was im ökonomischen Diskurs, im wissenschaftlichen ökonomischen Diskurs thematisiert wird. Unsere ökonomische Theorietradition, unsere Geschichte des Denkens über Ökonomie einerseits und auf der anderen Seite das nicht-diskursive Reduzieren der Einfachheit halber, der Handhabbarkeit halber auf das nicht-diskursive eben reduzieren auf das ökonomisch-materielle. Das sind sozusagen die zwei Aspekte, die zwei Stränge, die ich letztlich in ihrer Verwobenheit deutlich machen möchte. Ich trenne sie einmal quasi idealiter. Und ich versuche hier eben bei den diskursiven und bei den nicht diskursiven Praktiken eben das Kapitalverhältnis zu berücksichtigen, einzubeziehen und das Kapitalverhältnis nicht primär quasi als Ausbeutungsverhältnis, sondern als Form der sozialen Herrschaft. Wenn wir uns ansehen, wie im Bereich des diskursiven Geschlecht in unsere Tradition der Ökonomie eingelassen ist, so kann ich hier nur einige Beispiele kurz anreißen. Vieles davon wird ja wohl bekannt sein. Ich möchte darauf verweisen, dass der Ökonomiebegriff, der herrschende Ökonomiebegriff, kapitalzentriert ist und mit Männlichkeit verbunden ist. Was wir unter Ökonomie verstehen, ist bekanntermaßen reduziert auf den Marktbereich, auf Profit, im Wesentlichen jedenfalls Profitorientierung, ist bezahlt in dem Sinn und ähnliches. Der unbezahlte Güter- und Leistungsproduktion ist nicht Teil dessen, was wir im Allgemeinen unter Ökonomie verstehen. Damit hängt auch das Verständnis von Arbeit eng zusammen. Zweites Beispiel, Theorietradition, Fundament des modernen ökonomischen Denkens, etwa Adam Smith. Wenn Sie Adam Smith lesen, werden Sie feststellen, schon hier finden sich Ansätze zu einer geschlechtlichen Hierarchisierung, etwa im Hinblick auf die Lohnhöhe. Oder es gibt eine klare Vorstellung bei Smith, dass Mädchen nichts Unnützes, Überflüssiges, Überspanntes lernen sollen, sondern die Seite der Mutter die adäquate Ausbildungsstätte für sie ist oder ähnliches. Das heißt, obgleich Geschlecht in der Theoriegeschichte nur am Rande vorkommt, ist es doch präsent. Es ist einerseits präsent als Männlichkeit, auch in der Rhetorik etwas. Smith spricht immer wieder von uns, also wir als Brüder oder ähnliches. Er spricht auch die Leser als solche, sozusagen als Männer des öffentlichen Lebens direkt an. Also es ist klar, an wen er sich wendet und von wem er spricht. Beispielsweise auf dieser rhetorischen Ebene. Es ist aber auch klar in der Art und Weise, wie er eben Ökonomie konstruiert. Ein weiteres Beispiel, nur um es zu benennen, wäre etwa dieser Entwurf des Homo economicus im Kontext der Neoklassik, der ganz massive Implikationen eben auch im Hinblick auf gegenwärtige Ökonomievorstellungen hat und
etwa charakterisiert ist dadurch, dass dieses Modell eines ökonomischen Akteurs darauf fokussiert ist, dass er als rational, das heißt Kosten und Nutzen kalkulierend, also eine ganz spezifische Form von Rationalität, die hier stets Frauen abgesprochen wurde, bestimmt wird, oder dass er als autonom bestimmt wird, während Frauen ja immer im sozialen Zusammenhang, insbesondere im familiären Zusammenhang, gedacht werden, also Gebundenheit und Weiblichkeit verbunden sind. Das nur beispielhaft. Auch Kapital ist in unserer Tradition in hohem Maße im Diskurs mit Männlichkeit verbunden. Wenn Sie etwa denken, wie Schumpeter den Unternehmer charakterisiert, als diesen beziehungslosen Einzelkämpfer, dass die Ökonomie in dem Sinn als Wettbewerb, als zivilisierte Form des Krieges aller gegen alle letztlich gedacht wird oder Ähnliches. Das nur beispielhaft zu dieser diskursiven Seite, zu dem, wie Geschlecht eben in den wissenschaftlichen Diskurs über Ökonomie, der Ökonomie eingelassen ist. Wenn wir uns die materielle Seite ansehen, dann sehen wir ganz grundlegend, wenn wir nach dem Kapitalverhältnis fragen, eben diese Spaltung von Arbeit und Kapital, die in mehrfacher Hinsicht auch Hierarchisierung von Geschlechtern impliziert. Wenn wir uns den Bereich der Arbeit ansehen, so denke ich, ist es klar und allgemein bekannt, dass über Lohn Geschlechter hierarchisiert werden, dass sie über die Positionierung in der beruflichen Hierarchie eben differenziert werden und zunehmend auch über Beschäftigungsformen, also prekäre, befristete etc. Das sind eben Beschäftigungsformen, die in erster Linie Frauen zukommen, während Männer im Wesentlichen nach wie vor Vollzeitbeschäftigte darstellen. Die hohen Positionen, die höheren Löhne, tendenziell jedenfalls. Auf der anderen Seite haben wir eben das Kapital. Das Kapital ist in verschiedener Hinsicht mit Männlichkeit verbunden. Zunächst geht es ganz klar einmal um den Zugang zu Kapital. Wer hat in dem Sinn überhaupt Zugang zu Kapital? Wenn Sie sich die Statistik ansehen, die Bundeswirtschaftskammer gibt an, dass Frauen nunmehr ein Drittel der Unternehmen in Österreich sozusagen repräsentieren, dass ein Drittel der Unternehmen in weiblicher Hand ist. Wenn man aber genauer hinsieht, bemerkt man, das sind Klein- und Kleinstunternehmen, oft im Nebenerwerb betrieben und zu 95 oder 96% mit einem Jahresumsatz von unter 1 Million Euro. Das heißt, wir haben es hier nicht mit Kapital im eigentlichen Sinn zu tun. Wir haben es hier vielfach mit Ein-Personen-Unternehmen zu tun und Ähnliches. Das Kapital besteht vielleicht in einem Laptop. Und das ist es dann. Ja. Also von daher ist diese Verbindung von Kapital und Männern als diejenigen, die darüber verfügen, ganz klar. Ich möchte aber darüber hinaus zwei mir sehr wesentlich scheinende Dimensionen der Produktion von Geschlecht via Kapital ansprechen. Und zwar zunächst einmal die Warenproduktion. Das heißt, über die Warenproduktion und über die Produktdifferenzierung zum Zwecke des Profits, und zwar geschlechtliche Produktdifferenzierung, wird ja in hohem Maße Geschlecht konstruiert. Ich denke da etwa an Modeindustrie, Spielzeugindustrie, diese unglaubliche Pinkifizierung der Kinderwelt der Mädchen beispielsweise oder auch die zunehmend wuchernden Körperindustrien, die kosmetische Industrie, die sozusagen unmittelbar den Körper zurichtet. Also in dem Sinn
Güter- und Dienstproduktion, Dienstleistungsproduktion, die in hohem Maße Geschlecht hervorbringt, Geschlecht produziert, ja, in dieser Binarität. Und die dritte Dimension, die ich in diesem Zusammenhang ansprechen möchte, ist die der Kulturindustrie. Also ein Konzept von der Dorner-Horkheimer. Was ist Kulturindustrie? Man würde heute im Wesentlichen sagen Massenmedien, aber dazu zählt eben auch Filmproduktion oder Fernsehproduktion, auch Theaterproduktion oder Eventproduktion, also dort, wo es um kulturelle Produkte mit letztlich kommerziellem Charakter geht. Und ich denke, in all diesen, egal ob ich jetzt Werbung zum Beispiel nenne oder auf filmwissenschaftliche, feministische Untersuchungen verweise, haben wir eine ganz große Stereotypisierung von Geschlecht jeweils. Also ich denke, das ist eine weitere ganz wichtige Form, wie Kapital über die Produktion Geschlecht bestimmt, Geschlecht herstellt. Ich denke, was wir sehen müssen, ist, dass diese beiden Seiten, diese diskursive und diese materielle Seite, eng miteinander verbunden sind. Und dass diese Verwobenheit genau die Komplexität eben bestehender Geschlechterverhältnisse, die Persistenz letztlich dieser grundlegenden Hierarchie, dieser grundlegenden Macht- und Herrschaftsstrukturen im Zusammenhang mit Geschlecht, bezogen auf Geschlecht, konstituiert. Ich denke, dass es eben mit diesem Zugriff auf unterschiedliche Theoriestränge, wie ich es jetzt versucht habe, ganz knapp und sehr, sehr rudimentär und nicht in seiner ganzen, sagen wir, Breite zu resümieren, die Möglichkeit gibt, eben einen vielfältigen, analytischen, integrativen Rahmen herzustellen, mit dem einerseits der Systemcharakter von Geschlechterverhältnissen deutlich wird. Also das heißt, Geschlechterverhältnisse lassen sich nicht reduzieren auf Verhältnisse zwischen Frauen und Männern, sondern Geschlechterverhältnisse durchdringen eben die gesamte Gesellschaft, sie durchdringen die gesamte Ökonomie und unsere gesamte Wissensproduktion darüber. Das gilt natürlich nicht nur für die Ökonomie, das ist jetzt nur ein Bereich. Wir könnten das auch im Hinblick auf den Staat machen und das Wissen des Staates, also die Statistik. Ich kann das jetzt in der Kürze eben nicht. Vielleicht können wir im Anschluss in der Diskussion noch darauf zu sprechen kommen. Natürlich ist das, was wir zu sehen bekommen, wenn wir diese Komplexität uns vor Augen führen, im Hinblick auf gesellschaftliche Veränderung, im Hinblick auf emanzipatorische Veränderung, nicht sehr ermutigend, weil wir sehen, wie die einzelnen Elemente, Technologien, Strategien von Macht sozusagen miteinander verschränkt sind. Und das heißt natürlich auch, dass sie nur sehr, sehr schwer aufgebrochen werden können, weil sie de facto so etwas wie einen Bruch mit der Geschichte, also eine tatsächliche Revolution, aber in jeder Hinsicht fordern. Und das ist keine leichte Sache. Aber nichtsdestotrotz denke ich, genau Geschlechterverhältnisse als Macht- und Herrschaftsverhältnisse sichtbar zu machen, zu verstehen, wahrzunehmen, die Wahrnehmung entsprechend zu schulen, ist ein ganz wesentlicher Schritt und eine ganz wesentliche Voraussetzung für auch nur schrittweise und kleine Veränderungen. In diesem Sinne, danke sehr.